Je commence par m'habiller avec la chemise. Je mets toujours d'abord la chemise et le médaillon. Après, je mets mes pantalons avec les bretelles. Et à la fin, je mets le gilet et les chaussures, bien sûr, à la fin, avec les boucles. Er ist derjenige, wo zuerst sagt, guten Tag, und derjenige, wo die Leute auch verabschiedet. Das ist ganz eine wichtige Position, weil es ist beim Kunden der Eindruck, den er zuerst hat, und der Eindruck, den er mitnimmt. Ich bin Dida Gut, ich bin Modedesignerin und habe die Uniform für Thor und Bellman von Swissôtel gestaltet. Je m'appelle David, je travaille au Swissôtel et je suis chasseur bagagiste. J'accueille les clients quand ils arrivent à l'hôtel, avec un grand sourire. Je monte leurs valises dans leur chambre et il y a tout un tas de choses entre les deux qui peuvent arriver. Wir haben hier in diesem Fall ganz gezielt mit der Appenzellertracht gearbeitet. Wir haben gewisse typische Elemente bewusst weggelassen. Und gewisse Elemente bewusst adaptiert. Und das Schöne ist, wie das funktioniert hat zwischen der Schlichtheit und einer Ornamentalik, also einem Schmuck. Ich bin Sebastian Fässler, bin Goldschmied, Sennenhandwerker und Zeichner hier in Appenzell. Vom Detail und von der Feinheit ist es genauso sennisch. Auf was sie verzichtet haben, ist vielleicht noch auf die Kuh, die bei uns überall wieder vorkommt. Ich habe das gemacht, weil wir ja gleich müssen denken, dass das auch sehr international ist. Und dann habe ich nur aufs Ornament beschränkt. Knöpfe habe ich auch vom roten Liebling weggesehen oder eben auch vom braunen Häschen weg. Das ist all ganze Raglen der Knöpfe, das sind ganze Reihen. Und das tut auch so ein Reichtum zeigen. Und das Silber, das ist halt sehr etwas Magisches und das sieht einfach auch toll aus. Wenn die Knöpfe dann schön glänzen, irgendwie, dann stehen sie auch nicht anders vor dem Haus. Wir leben heute in einer Zeit, wo ganz viel Sehnsucht ist nach etwas, das vergangen ist. Man hat die Sehnsucht nach etwas Heilem. Ich denke, man muss etwas von dieser Sehnsucht, die in der Tracht ist, übernehmen. Man muss aber gleichzeitig gut aufpassen, dass man die Tracht nicht verratet. Weil das ist nicht mehr das Gleiche, heute so etwas zu machen wie vor 100 Jahren. Tracht ist ein sehr festliches Gewand und das gibt ihm eine aufrechte Haltung. Der Stolz in der Tracht hat sich entwickelt, weil die Bäuerin hat die zuhause selber genäht. Und so geschickt, wie sie war, so schön ist die Tracht geworden. Le fait qu'on le retrouve dans tous les 6 hôtels du monde, c'est une fierté. C'est une fierté aussi d'avoir quelque chose qui nous distingue. Egal was man macht, ob man Silberschmied ist oder ob man Bekleidung macht. Die hier produzieren, die geben immer auch eine Seele rein. Und die Seele ist wie etwas, das nicht greifbar ist. Und trotzdem sieht man es. Und ich hoffe, es hat in dieser Thor- und Bellman-Uniform einen Haufen Seele drin.